Sind die wirklich so dumm? Sind die wirklich so dumm? Mal schnell ein Foto machen. Neues Forschungslevel erreicht. Forschungsbonus für Tagesspleiße. Erhöhter Schaden plus Tagesspleiße sind anfällig für andere Personen. Munition. Schön. Ich würde jetzt gerne eigentlich da drüber springen. Das ist klar gewesen. Hä, was? Halt's mal. Einfach rüber springen. Au. Ja, genau, warum? Immer Spaß. Ah! Er stirbt jetzt eben. Wo ist der andere? Kann es sein, dass er irgendwie in der Nähe ist. Wo ist das Teil? Mach mal Auto-Heckpfeil. Ich bin zu faul dafür. Ich habe keine Munition hier, das heißt, ich bleib mal bei dem hier. Was? Achso. So, damit hat er garantiert nicht gerechnet. Lass mich mal raten. Genau. Nur für Munition oder was? Gibt's noch so? Das Problem halt bei Bioshock ist, also für mich als Let's Player meistens, oder auch für die anderen, die Musik im Hintergrund. Bei einigen Videos war das so, ich musste dann extra nochmal das leider... Ja, ich loote ja schon. Musste mir nicht sagen. Hier zurück. Das Problem ist meistens die Musik im Hintergrund, deswegen muss ich ein bisschen mehr reden dann. Was nicht immer wahrscheinlich toll für euch ist, aber... Aber ich mach's einfach nicht. Okay. Oh mein Gott. Oh, das ist... Oh. Also das war jetzt echt selten dumm. Das stimmt mir noch zu. So wieder für meinen Fetisch. Ja, ist gut. In die eigene Falle reinrennen. Ich weiß nicht, kann man die irgendwie nicht... Kann ich denn die noch wegmachen? Ernsthaft? Toll. Kann man nicht irgendwie die Teile wieder deaktivieren? Wieso geht das nicht? So, genau, da kann ich draufhauen, aber ich krieg das Teil. Hilft schießen was? Tatsache. Dann muss ich halt schießen. Ach komm. Ernsthaft. So. Dann müssen wir da mal looten. So, mal her. Aha, hier wieder eine Eve-Spritze. Dünner. Was haben wir denn? Oh, hier sind Leichen. Die sind immer gut. Stickstoffgranate, okay. Hier kann man nichts. Halt, das war da oben was? Nein, oder? Nee. Dann fotografieren wir nochmal. Dann machen wir. Achso, die geht nicht. Dann machen wir nochmal hier E. Und, aha, was haben wir hier Schönes? Wieder was. Oh, eine arme Katze. Hacken. Machen wir einen Ankauf. Das ist bestimmt witzig. Scheiße, scheiße, scheiße. Schnell. Ist gar nicht so leicht. Man muss immer die Situation schnell analysieren. Sondern ich habe schon einige Zeit nicht mehr gespielt. Was? Achso, da. Okay. Ich dachte schon.
Was ist da drin? Oh ja. Hier geht's weiter. So. Ich glaube, wir springen einfach mal wieder hier runter. Hier ist doch eine, oder? Saturn-Jünger! Was? 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 Wie soll ich dir helfen, wenn du nicht zu mir kommst? Hä? Kann man ja nicht durch. Ich muss doch. Sie kommen! Dieser Ort gehört uns! Uns! Okay. Gestorben? Oh ja. Cool. Nein, da gehe ich jetzt nicht entlang. Ganz sicherlich nicht. So, lass mal wieder das Bleiste durchsuchen. So, lass mal wieder ein Foto machen. Ich will ein Foto! Hier liegt nämlich Munition. So, ich nehme wieder mal die normalen Pistolenkugeln. So, hier... Aha, eine Little Sister. Wir haben... Ich glaube, ich habe auch gerade einen Big Daddy gehört. Da hinten liegt eine Eve-Spitze. Ja, genau. Na, jetzt stirb. Ja. Ja, bitte mal. Ich glaube, er ist tot. Was? Wie hält er denn aus? Ja, krass. Ich bin glücklich. Jetzt bin ich mal gespannt. Mehrere Motive. Ich komm, schau mal. Ja, schau mal die Kamera, Süße. Schau mal die Kamera. Ja, so shit geil. Hey, Biggie. Genau, so mag ich dich. Ja, ey, ich schlag dich schon nicht. Ich könnte es... Warte mal. Eigentlich wäre es jetzt nicht sinnvoll anzugreifen. Was haben wir denn alles? Wir haben NG. Wir haben... Lass mich in Ruhe! Erfunden. Ach, da wohl nicht getroffen, wa? Ah! Ich sterbe gleich schon wieder. Okay, okay. Jetzt muss ich gerade überlegen, welche Waffe ich nehme. Ich glaube, die da. Rennen! Ja. Ah! Was? Nein! Das gibt's nicht! Da! Man muss schon ein scheiß schlechter Türspieler. Man muss schon echt schlecht sein. Renn! Und jetzt elektrisiere ich dich! Ich neutralisiere dich! Ich neutralisiere dich! Neutralisiere dich, habe ich gesagt! Oh mein Gott! Nein, jetzt sind unser Eve nachladen! Ah, es brennt! Ey, der zieht so viel Schaden, das ist so unnormal! Oh, fuck! Ah, fuck! Alter, hat so viel Mühe! So hart stark wie. Okay. Ich glaube, das ist. Ah. Jetzt ist er gleich tot. Ja! Ja! Nein, nein, wo ist der Bubble? Erstmal Fotos machen. Von der Verzweiflung. Ach ja. Was? Ja, komm her, Kleine. Wir retten dich. Doch! 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 Doch, doch, doch. Oh ja. Und hier kommt der Bitchler. Danke. Man kann sich wirklich in der schwersten Stunde auf dich verlassen. Du hast die Kleine. Danke. Komm, ich will das jetzt fertig machen. Ja, ja. Wir kriegen ja ein Geschenk, ja. Das ist cool. Und wir haben ein neues Forschungslevel erreicht. Forschungsbonus für Little Sister. Kleiner Anstieg der maximalen Gesundheit und Eve. Danke. Oh ja, bitte, bitte. Vielen Dank. Lol, das ist Glück. Das ist Glück. Nein, du bleibst da. Halt, das möchte ich jetzt sehen. Ja,
Danke. Warte. Das gibt doch bestimmt Punkte. Zeit für die Reihe, süßer Engel. Alter, 200 Adam. Neues Tonicom, Safe Cracker. Safe Cracker ist eins der beliebtesten Produkte von Hexmart. Da es dir Zugang zu Orten verschafft, an denen die dich nicht haben wollen. Werden sie zum Meister alle Stationen. Das ist natürlich schön. Was haben wir denn hier? Tempo Hacker und Hacker Fokus. Ich glaube, Tempo ist aber gar nicht so schlecht. Ich tue es mal in die Genbank laden. Kann ich das nicht irgendwie ein bisschen deaktivieren? Ich schieß mal drauf. So. So, wir müssen jetzt gucken. Wir brauchen Plasmids-Mod und ich würde gerne einen Tonikas-Mod kaufen. Und wir haben eigentlich genug dafür. Ah, ich bin so Idiot. Technik, Kampf. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Technik wäre nicht schlecht. Ach so, okay, hier. Ach nee, okay. Safecracker, wir haben, glaube ich, Safecracker, ne? Verringert den Schwierigkeits beim Hacken von Sachen. Ich glaube, Safecracker nehmen wir. So, dann haben wir noch. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich würde persönlich nochmal einen Gesundheitsapfel kaufen. So, Sonica Boom schleudert Kreaturen. Zieldame erzeugt einen Köder, der Angriff von ihm weglockt. Winterblast. Dein Gegner. Lass deinen Gegner an Ort und Stelle festfrieren. Nee. Elektriker Bolt. Ist gar nicht so schlecht. Mal gucken. Was haben wir denn noch so? Wie wär's denn mit. Ich würde noch gerne ein Plasmid-Slot holen. Was haben wir jetzt noch? Zorn, Sicherheitssender. Wenn Kreaturen hier vorher getroffen werden, wenn sie vom Kameras. Au, oh, das ist coole Zorn. Macht das Ziel wütend, lässt es jedem. Macht das Ziel wütend und lässt es jemand anderen außer dir angreifen. Ja, das ist gar nicht schlecht. Bringen Sie Ihre Gegner in Rage. Sie lachen, während die aufeinander losgehen. Die prügeln sich. Okay. Ja. Plasmid brauchen weniger Eve. Ja, komm, hau mal raus. Das ist praktisch. Jetzt. Egal. Media jetzt Eve Link, Hackers Delight. Ja. Ich scheiß drauf. Was hat nur eins gekostet? Das ist ja billig. Das ist ja billig. Naja. Okay. Hier haben wir noch eine Waffe, die nichts mehr bringt. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Was ist denn das hier? Ah, eine Sicherheitsumschalter. Okay, wir müssen da lang. Können wir auch hier lang? Ah, ja, wir können. Und da ist ein kleiner Mann für uns. Den knacken. Oh. Oh, schön. Was ist denn das hier? Ruinwund. Objekt anfertigen. Was ist denn das da? Ach so, damit kann man. Ah. Was ist denn das da? Autohacker. Ist das eine Gun, die das verschießt oder nicht? Wir machen das jetzt einfach mal. Ah, ich glaube, das ist nur der Pfeil, oder? Ich weiß nicht. Antipistolen können wir auch mal glatt machen. Fail, okay. Ich muss echt wieder. Oh, nachladen. So. Hier liegt wieder ein kleines Tagebuch für uns. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das bei den ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig. Hier muss es auch sein.